Hallihallo, meine Lieben. Ich grüße euch zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich habe gerade angefangen mit dem Video und dann hat es an der Türe geklingelt. Ich habe ein weiteres Päckchen erhalten, aber wir machen ein Unboxing zu einem Paket, das hier auf mich schon bereits gewartet hat. Auf meine Rückkehr. Ich habe bei einer Sammelbestellung mitgemacht. Und zwar bei der Gruppe Diamond Painting mit Herz. Es ist ein Händler, aber es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die auch genauso lautet wie der Händler selber, Diamond Painting mit Herz. Da auf der Gruppe wurde eine Sammelbestellung gestartet mit einem Traumbild, den ich auch als Kreuzstickbild gekittet habe. Auf jeden Fall, vielleicht habt ihr bereits das Unboxing dazu gesehen. Es geht nämlich um das Bild Eisauge. Also ich habe mehrere Paketinhalte in der Gruppe sehen dürfen, aber ich konnte mein Paket bis jetzt nicht öffnen. Und ich freue mich jetzt, dass ich es öffnen kann und darf. Und das wollte ich natürlich mit euch gemeinsam machen. Dazu habe ich euch jetzt mitgenommen. Wir prüfen das Paket nämlich auf Herz und Seele. Die Sammelbestellung hat sehr, sehr viele Leute erreicht. Also viele haben bei der Bestellung mitgemacht. So. Man konnte es auf verschiedenste Art und Weisen bestellen. Ich sage aber dazu gleich Näheres. Ich habe auch eine Version bestellt unter den Möglichkeiten. Ich habe die Kamera ein bisschen weiter weg, glaube ich, gehalten. So, jetzt geht's weiter. Und zwar, was haben wir denn hier drin? Ist ja schön, ne? Ich bin voll aufgeregt, weil ich Folgendes nicht weiß. Ich weiß nicht, was sich hier drin befindet. Ich habe das erste Mal bei Diamond Painting mit Herz bestellt. Ich kenne gar nichts davon. Also ich kenne die Steine nicht, ich kenne die Klebkraft nicht, ich kenne den Druck nicht. Ja, Service war super. Das habe ich jetzt kennenlernen dürfen durch diese Bestellung. So, ich musste eben meine Latschen ausziehen. Kunstwerk mit Diamond Painting. Gestalte dein eigenes Kunstwerk mit Diamond Painting. Das hier ist die Seite, wo ihr bestellen könnt. Es wird demnächst wahrscheinlich noch eine Sammelbestellung geben. Da bin ich mal gespannt, welches Motiv dann genommen wird. Hier, das ist die Facebook-Gruppe, in der ich auch Mitglied bin. Es gibt auch einen TikTok. Account. Ah, okay. Okay. Das ist aber fein, ne? Sowas hier. Wiederverwendbar. Ein weißes Schiffchen mit Schnabel. Ein weißes Stiftchen mit Dreier- oder Viereraufsatz. Ein Washi-Tape. Niedlich. Wachsblättchen. Im Herzchenform in der Dose auch sehr gut. Hier ist auch noch mal der Fingerschoner. Interessant, ist aber gut, ne? Finde ich echt gut. So, manchmal, wenn die bei euch rutschen sollten, diese Fingerschoner. Ich verwende zwar meine eigenen Stifte, aber ich wollte es euch nur zeigen. Viele kennen von euch wahrscheinlich den Trick auch. Man kann hier ein Gummiband, diese Obst, was man auch auf dem Markt am Petersilienbund oder so bekommt, hier dran wickeln, dann ist es stabiler und nach oben auch und dann verrutscht es nicht. Eine pinke Pinzette, spitz. Wie ihr sehen könnt. Super. Und natürlich, was nicht fehlen darf, Nervenfutter. Direkt zur Seite. Gut. Eine pinke Pinzette. Das ist schön. Was haben wir denn hier drin?
Also da war ja schon mal Toolkit, ne? Ah, okay. Jetzt kommen wir nämlich schon dazu. Ich habe das Bild mit den folgenden Sondersteinen ausgewählt. Nämlich, es sollten diese vier Farben in AB sein. 38, 46, 38, 41, 7, 7, 5 und 7, 4, 7. Die habe ich in AB bestellt. Es geht hier nämlich darum, dass ich bei dem Bild Eisauge die Wimpern mit Funkelsteinchen haben wollte. Also AB-Steinchen. Die gehören dazu. Oh. Okay, die Steinchen. Ich habe natürlich in Quadrat bestellt, quadratische Steine. Und wie ich sehe, sind das keine Zipptüten, sondern 200er abgepackte Tütchen. Ich sehe auch keine 500er oder 1000er Tütchen. Das sind alles 200er. Ihr könnt es erahnen, wie bunt dieses Bild ist. Es sind nur bunte Steine drin. Viele, viele bunte Steinchen. Jetzt wollen wir das Bild selber mal öffnen, ne? Aber es ist viel. Also anhand der Menge hier von den Steinen gehe ich davon aus, es ist. Ich habe ja ein paar Fortschritte auf der Gruppe gesehen, in der Gruppe. Und bis jetzt war mein Eindruck gut und es hat niemand sich beschwert über kloppende Steine oder. Hin und wieder gab es ein, zwei Mitglieder, die konnten ein oder zwei Symbole nicht erkennen. Aber alles schön fein mit dem Sticker von Diamond Painting mit Herz. Das ist auch schön, ja? Also liebevoll eingepackt. Ob es das Toolkit ist, ob es die Sondersteine ist. Ja, es ist, ja, jetzt darf ich das Bild nicht mehr zurückrollen, weil es ist mit doppelseitigen Klebefolie. Also kein Flüssigkleber, sondern doppelseitiges Klebeband. Das heißt, Mine, merkt ihr das? Nicht zurückrollen. Weil ich mache selten Unboxings für Diamond Painting, ne? Und dann kommt es schon mal vor, dass ich auch aufgrund der Aufregung während des Unboxing-Videodrehs aufgeregt bin und halt es vergesse. Das soll man nicht zurückrollen, andersrum rollen, weil sonst Bläschen entstehen können, definitiv welche entstehen. Man kann diese Rollspuren so wegmachen, indem man halt die Folie an einer Ecke abmacht. So. Und dann schön wieder zustreift. Zumacht. So. So, wir betrachten jetzt den Druck. Das eine Licht sollte ich lieber mal ausmachen, damit es nicht so sehr blendet. Und dann zoome ich euch mal drauf, erstmal auf die Seite. Komplett will ich ja nicht aufmachen, erstmal. Ich zoome euch, Vorsicht, nicht schwindelig werden. Mein Becher mit den gemischten Steinchen habe ich auch noch hier. So, wir schauen direkt mal auf die dunkelsten Stellen. Geht es noch größer? Brauchen wir es noch größer? Kann man alles erkennen? Soweit, so gut. Aber da kommen wir schon auf das, was ich immer Probleme mit habe, auch bei anderen Herstellern. Das ist mein eigenes Problem übrigens. Nicht jeder hat dieses Problem beim Erkennen. So, ich muss erstmal meine Stiftspitze finden. Beim Erkennen, so, jetzt sieht man es schon besser. Aber das Auge gewöhnt sich wirklich daran, das hier zum Beispiel. Ich zoome es mal näher, weil da braucht man wirklich, ist einem besser geholfen, wenn man ein Lightpad drunter tut. Moment, oh, das hier.
oder das hier. Oder dieses Symbol. Ich halte es verkehrt rum. Ich sehe es. Die Smileys sind schon auch falsch rum. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Mein Baum ist auch umgekehrt. Die Symbole hier sind verkehrt rum. Die sind stehen irgendwie. Die liegen. Ich habe meine Vorlage falsch rum. Ja. Moment, ich ziehe euch ein bisschen raus. Aber man kann es erkennen. Die Legende, Leute, die will ich euch auch zeigen. Die hat man hier auf dieser Seite einmal. Das sind 250 Farben. Und dann ist das dieselbe Legende auf der anderen Seite auch. Die 250 Farben, ich mach mal zu hier. Ich hole euch wieder ganz raus. So, die 250 Farben, damit ich euch... Seht ihr, das ist, das meine ich. Hier ist es wieder gewölbt und hier ist es nicht gewölbt. So, ich muss nur die Luft rausdrücken hier so nach außen. Bis hierhin habe ich aufgemacht, wie ihr sehen könnt. Und hier ist es halt nicht so gerade. Man macht es halt, indem man aufmacht die Leinwand und dann wieder zu. So, gerade hatte ich es. Ich mache mal wieder Licht an. Verkehrt rum auf dem Kopf. Hier seht ihr die, an der Seite die Legende. Hier ist die gleiche. Und ja, das sollte eigentlich so sein. Hier oben haben wir Vorschaubild. Das ist das Eisauge. Ich habe auch eine Challenge damit laufen. Mit meiner Admin von der Facebook-Gruppe, die liebe Jessie. Wir machen es auf verschiedenste Weisen. Wir können auch zusätzlich andere Steine, die wir da haben, nachtleuchtende, andere EB-Farben verwenden, die, wie wir wollen. Und am Ende vergleichen wir, wie welches Bild aussieht, wenn man welche Steine benutzt hat. So, die Maße stehen hier auch drauf, 50 x 70. Man hängt es später zwar so, nee, so auf, genau. So, so jetzt mache ich die Seite für uns mal auf, damit ich die Symbole auch richtig rum zeigen kann. Gerade waren sie auf dem Kopf. Jetzt hoffentlich richtig. Auch nicht, oder wie? Ich habe es gleich. Doch, Z ist richtig schon mal. Dann kann nichts falsch sein. Übrigens, Vorschaubild haben wir oben rechts und unten links hier. Das sehe ich auch gerade. So, bis dahin hatte ich gerade geöffnet. Jetzt öffnet sich das auch von alleine wieder. Hier habe ich ein, zwei kleine Luftbläschen. Ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann. Ich gucke mal eben, ob das klappt. So. Seht ihr, da habe ich, ich habe es aufgemacht mit euch zusammen und jetzt gar nicht mal wieder zugedreht oder so. Ich habe hier ein paar Stellen, wo es sich halt diese Luftstreifen gebildet haben. Wie ihr sehen könnt, also das muss mit einem Skalpell auch eingeschnitten werden. Es lag die ganze Zeit hier in meinem Zimmer unterm Tisch. Es wurde nicht hin und her bewegt. Normale Luftbedingungen, Temperaturbedingungen in meinem Zimmer. Ja, aber hier hat sich etwas eingeschlichen. Kann passieren, aber dafür liebt man umso mehr. Hier haben wir das auch übers Bild verteilt. Man kann es sehen, ne? Schade. Hier ist es aber so richtig heftig, hier unten. Naja, könnte auch von der Lagerung kommen, weiß ich nicht. Aber egal. Ist heftig hier. Dieser Bereich ist extrem. Gucken, vielleicht ist, wenn man das fertig hat, eingerahmt hat, nicht so viel sichtbar. Auf jeden Fall, die Symbole, wie man die erkennen kann, ob man die gut erkennen kann. Man kann sie gut erkennen, oder?
Ja. Ich vergrößere mal. Und bei so vielen Symbolen hat man auch verschiedenste Farben Hintergrund, verschiedenste Farben Symbol selber. Und wie ihr sehen könnt, der Druck ist mega. Es gibt keine sichtbaren dicken Zehnerraster. Und auch die dunkelsten Flächen sind gut bedruckt. Am meisten hat man das mit den hellen Symbolen. Also wenn man, wie ich gerade aufzeigen wollte, aber gemerkt habe, dass mein Leinwand auf dem Kopf steht. So, da sehen wir diesen Kreis hier. Ich nehme mal wieder meinen Stift. Das ist halt wie so ein Tacho. Wo ist das? Das ist wie ein Tacho. Das hier meine ich zum Beispiel. Da ist meine Stiftspitze. Könnt ihr das so sehen? Oder soll ich das mittiger stellen? Ich sage dazu Waschmaschine. Das sind dann so Hintergrundfarbe, ist hell, Symbol selber in weiß bedruckt. Manchmal hat man damit etwas Probleme. Wenn man es aber mit dem Handy fotografiert und zoomt, dann erkennt man das Symbol sehr gut. Oder man hat halt, wie hier auch zu sehen ist, ich muss immer meine Stiftspitze finden. So, das ist eine Blume. Also ich kann das ohne Brille erkennen. Ja, meine Lieben. Der Druck ist super. Ich habe, weil es so lange hier gelagert hat, wahrscheinlich hier so Luftbläschen bekommen. Auf der Seite hauptsächlich. Auf der rechten Seite war das nicht. Es lag wahrscheinlich auch so, dass das im Paket halt Toolkit und so da drauf war. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich nicht direkt nach dem Erhalt geöffnet und geprüft habe. Das liegt halt in meiner Verantwortung, würde ich hier mal sagen. Weil alle anderen, die schon ihre Bestellung erhalten haben, haben nichts diesbezüglich kein Problem damit gehabt, glaube ich. So, da haben wir nochmal das Vorschaubild. Eisauge. Hier nennen sie das Auge. 250 Farben. 50 x 70 groß. Dann haben wir hier die Legende. Mit den Symbolen, welche DMC-Nummer es hat und wie viele Päckchen es dazu gibt. Ich müsste es natürlich kontrollieren. Ich gehe mal davon aus, dass das korrekt ist. Und werde es euch in die Beschreibung, Videobeschreibung beipacken. Mittlerweile gibt es das Auge auch zu erwerben bei Diamond Painting mit Herz, außerhalb dieser Sammelbestellung, die es mal gab. Ob es das schon gibt, weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, es wird es bald im Shop geben. Ob man auch schreiben kann, welche Ebi-Steine man dazu haben möchte, also welche Farben man durch Ebi-Steinchen ausgetauscht haben möchte, da müsste man sich mit Diamond Painting mit Herz in Verbindung setzen. Den Link zum Shop werde ich euch versuchen, in die Videobeschreibung reinzupacken. Ansonsten findet ihr sie auch im Internet oder bei Facebook. Dann haben wir, was toll ist, die Etiketten. Man braucht keine Etiketten machen und man kann sie hier einfach abziehen. Gucken. Jawohl, seht ihr? Jedes einzeln. Wie viele haben wir hier? Moment, sind das 250? Mir kommt es weniger vor. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 28, 30, 32, 34, 36 mal 7. 30 mal 7 sind 210. 6 mal 7 sind... Moment. Ja, Taschenrechner, ne? Fehlt mir jetzt. 210, 6 mal 7 sind... 252. Ich zähle 202. Ach,
Entschuldigung, hier fehlen ja die zwei Symbole. 250 Symbole, ja. 250 Symbole, genau. 250. Ich bin auch hier mit auf dieser Reihe mit 7 Symbolen ausgegangen. Ja, eckige Steine, 250 Farben, 50 mal 70, Sammelbestellung bei Diamond Painting mit Herz, das Eisauge. So, Legende, Symbole, Steinchen, AB-Steinchen. Wo ist das leckere Toolkit? Also Toolkit ist ja mal mega, ne? Da kann man sich echt nicht beschweren. Washi-Tape und Wachsplättchen in der Dose und diese Pappkartons, die dazu dabei waren. Das ist interessant. So, wie gesagt, wenn etwas fehlen sollte bei den Stein in der Steinchenliste, werde ich es euch in die Videobeschreibung beipacken. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid Abonnenten meines Kanals dadurch auch geworden oder seid schon länger Abonnenten meines Kanals. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim Gefallen des Videos ein Däumchen hinterlässt und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Denkt daran, am 11. Dezember ab 22 Uhr ungefähr findet ein Nachtstream statt hier auf meinem Kanal. Auf zahlreiche Anteilnahme würde ich mich freuen. Bis dahin, meine Lieben, eure Mine. Ciao, ciao. Ach so, da bin ich übrigens wieder. Sorry, sorry, ich habe vergessen zu erwähnen. Also ich werde, meine Vorgehensweise wird folgendes sein bei diesem Bild. Das hatte ich mir notiert, dass ich euch das mitteile, wie ich das mache. Ich werde 4x56er Slotbox nehmen und einmal hier so ein 28er Slotbox. Mein Sortiersystem wird das sein. Diese 56er und 28er einmal. Und ich werde mir das Bild nicht unterteilen in bestimmte Stücke. Ich werde versuchen, von der Legende aus, welche Steinchen am meisten sind, Farbe für Farbe abzukleben, abzuarbeiten. Das wird meine Vorgehensweise sein. Also ich kann keine Fortschritte zeigen bezüglich der, wie weit ich bin, weil ich werde das komplette Bild aufdecken und dann mich durcharbeiten. Und ja, abpacken in die 56er Slotboxen. Das heißt, ich werde mir erstmal eine Schlange hier rausnehmen und nach immer auf meine Schiffchen hier abfüllen. So. Und dann durchpainten. Ja, so viel von mir. Und wenn es mal in ein Video geben sollte, wo ich das mit euch kleben soll, oder auch mal ein Stückchen im Nachtstream mit euch kleben soll, dann werde ich einen Teil ab zukleben wieder und eine bestimmte Fläche nur mit euch painten. Wie halt die Zeit, was die Zeit uns bringt. So. Ja, das war's. Das hatte ich vergessen, euch mitzuteilen. Bis dahin, meine Lieben. Ciao.